Kannst du nirgendwo nicht mehr Frau alleine Stadt, bitte, bitte, bitte. Musst du selbst ihn schon zu pinkeln? Frau Stadt, hören Sie mich überhaupt? Sie sind nicht mehr dran. Sie sind dran, Herr Mörs. Ja? Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen muss. Mit einer falschen Aussage würden Sie sich strafbar machen. 55 StPO. Ein vorsorglich belehre ich Sie, dass Sie auf einzelne Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Kein Problem. Sie heißen Ralf Mörs, 34 Jahre, wohnen in Düsseldorf. Ja, ich wohne auch in der Böcklerstraße, direkt gegenüber von der Tanja. Und da habe ich auch meinen Taxistand. Sie sind ledig, Sie sind Inhaber eines Taxiunternehmens. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Nein. Sie wissen, der Angeklagte hat vorgeworfen, am 16. Mai 2009 ihre Tochter in ihrem Badezimmer eingesperrt zu haben und ihr die Kinder entzogen zu haben. Sie haben bei der Polizei ausgesagt, dass Sie zur Tatzeit vor dem Wohnhaus waren. Was konnten Sie da beobachten? Es war so gegen 11:30 ungefähr. Ich stand vor dem Haus, habe ein bisschen Kühlflüssigkeit in einen meiner Wagen nachgeschüttet. Und dann rauschte auch schon Inge heran. Also wie gesagt, sie war absolut zornig. Die Schamesröte, sie war absolut wütend im Gesicht auf ihren rosafarbenen Hausfrauenpantöffelchen. Ich habe mich wirklich gewundert, weil normalerweise ist sie die Ruhe in Person. Haben Sie die Angeklagte angesprochen? Ja, zweimal. Das erste Hallo hat sie gar nicht gehört und im zweiten Hallo ist sie stehen geblieben und hat sich kurz mit mir unterhalten. Ja. Und worüber haben Sie sich unterhalten? Ja, über Tanja natürlich. Ich meine, Inge ist zum ersten Mal nach all den Jahren so richtig der Kragen geplatzt. Und ich meine, ist ja kein Wunder, es war ja auch schon längst überfällig. Wieso überfällig? Ja, ich meine, Inge hat geschuftet ohne Ende, um Tanja das Geld in den Rachen zu werfen. Ich meine, sie hatte zeitweise zwei Nebenjobs gehabt. Einmal an der Tankstelle irgendwo und dann am Kiosk bei uns um die Ecke. Und dieses wirklich harte und schwer verdiente Geld hat sie benutzt, um Tanjas Schulden zu bezahlen. Und es hat gebracht gar nichts. Sie hat immer weiter fleißig immer weiter bestellt. Was hat Inge Statz an diesem Tag genau zu Ihnen gesagt? Was hat sie gesagt? Ja, sie hat halt Angst um ihre Enkelkinder gehabt. Dass Tanja ihnen also die Zukunft versaut und alles kaputt macht. Wortwörtlich hat sie allerdings gesagt, ich schwöre dir, Ralf, das lasse ich nicht zu. Mensch, Ralf, warum reitest du mich denn jetzt noch tiefer rein? Ich habe immer gedacht, wir wären Freunde. Inge, das sind wir doch auch. Aber was soll ich denn machen? Ich muss dir hier die Wahrheit sagen. Aber so habe ich das doch nie gesagt. Doch, Inge. Haben Sie die Angeklagte dann an dem Tag noch mal gesehen? Nein, weil unmittelbar nach dem Gespräch bin ich hinterm Haus zu meiner Garage und habe ich meinen Wagen sauber gemacht. Das hat so bis ca. 14 Uhr gedauert. Herr Mörs, meine Mandantin war an diesem Tag nicht die Einzige, die wütend auf ihre Tochter war. Wir wissen von der polizeilichen Aussage der Zeugin Mandy Simon. Sie wurden an jenem Tag auch von ihrer Freundin Alessia Zaretti zumindest vorübergehend verlassen. Und warum? Weil Tanja Statz erfolgreich einen Keil zwischen sie beide getrieben hatte. Also das war ein ganz normaler Streit und ehrlich gesagt halb so wild. Mhm. Wollen Sie jetzt also bestreiten, dass Ihre Lebensgefährtin Schluss gemacht hat? Alessia ist Italienerin. Sie ist eine heißblütige, sehr temperamentvolle Italienerin. Und dann da ging halt das Temperament mal mit ihr durch. Mein Gott, an dem Tag hat sie einfach nur überreagiert. Überreagiert? Ja, mein Gott, wir sind seit einem halben Jahr zusammen. Und was glauben Sie, wie oft sie schon in diesem halben Jahr mit mir Schluss gemacht hat? Ich kann schon gar nicht mehr zählen. Entscheidend ist aber, dass das alles nach einer Stunde wieder vorbei ist. Das heißt, sie kommt zurück, sie entschuldigt sich und alles ist wieder okay. Das hat aber mit Tanja nichts zu tun. Herr Mörs, Sie spielen diesen Konflikt nur herunter, um davon abzulenken, dass Sie selber ein starkes Tatmotiv haben. Nein. Sie wollten sich dafür rächen, dass Tanja mit ihren Intrigen ihre Beziehung zerstört hat. Das ist doch Blödsinn. Sie hatten ein Motiv und auch die Gelegenheit. Sie konnten problemlos in die Wohnung von Tanja gelangen, weil meine Mandantin die Tür aufgelassen hat. Und in den Hauseingang konnten Sie auch ganz leicht reinkommen, weil an jenem Tag das Treppenhaus geputzt wurde. Nein, gute Frau, ich bin nicht da gewesen. Ja? Ich habe überhaupt keinen Grund dafür. Ich meine, meine Freundin die reagiert auf jede Kleinigkeit. Sie ist super eifersüchtig, verdammt nochmal. Was soll ich denn machen? Aber ich weiß ganz genau, sie hätte mich nicht verlassen und sie wäre eh wieder zu mir zurückgekommen. Ich lass mich hier nicht als hysterische Zicke hinstellen. Bei den Aktionen, die gebracht hat, da wäre jede Frau ausgeflippt. Ganz langsam, Botzanetti. Ja? Was hat denn die Tanja Statz für Aktionen gebracht, wie ihre Lebensgefährtin gerade sagt, um da einen Keil in ihre Beziehung zu bringen? Ständig Liebesbriefe geschrieben und dann so Sätze drin wie letzte Nacht mit dir war super und ein Traum oder ich kriege nie genug von dir. Irgend so ein Blödsinn hat sie da immer reingeschrieben. Und ich meine, sie ist vollkommen zurecht hochgegangen wie eine Rakete und explodiert, als sie das gelesen hat. Ja, weil die so berechnet war und die Briefe immer dann geschrieben hat, wenn sie von ihrem Fenster gegenüber beobachtet hat, dass ich nicht bei Ralf geschlafen habe. Sehen Sie, jetzt grinst die auch noch so doof. Dabei hätte die fast meine Beziehung kaputt gemacht. Am Anfang hat sie sich sogar geweigert, den Zweitschlüssel von seiner Wohnung zurückzugeben. Stimmt. Und ihre billigen Dessous hat sie bei uns noch ins Bett reingelegt. Also ich meine hier,
Die hat sie nicht mehr alle. Und die Krönung war, am Anfang von unserer Beziehung, dass sie fast jeden Abend vor ihrem Küchenfenster gestrippt hat. Bis auf den Schlüpper hatte die nichts mehr an. Tanja, stimmt das? Ach, da sieht man es doch wieder, wie sie sich aufgeilt an das Leid von anderen Leuten. Aber eins sage ich dir, Mädchen, du wirst keinen Keil mehr zwischen uns treiben. Dafür werde ich schon sorgen. Das kannst du vergessen, Tanja. Und warum hat ihre Freundin sie dann am Tattag abserviert? Tja, weil an dem Morgen das hier unter meinem Scheibenwischer geklemmt hat. Hinten drauf steht, danke für die schöne Nacht. Lassen Sie mich raten. Das war eine Nacht, in der Ihre Freundin nicht bei Ihnen geschlafen hat, Herr Mörs, richtig? Ja, genau. Das Bild ist ja schon fast ein Jahr alt. Und was soll ich sagen? Sie hat's gemacht, Tanja, wo wir noch zusammen waren, mit Selbstauslöser. Ich hab's versucht, meiner Freundin zu erklären, aber sie hat mir weder zugehört noch geglaubt. Und wann ist dann der Streit zwischen Ihnen und Ihrer Freundin eskaliert an dem Tag? Ja, der eskaliert so zwischen 10, kurz nach 11. Ich weiß es aber auch nicht mehr so genau. Sie waren stinkwütend an jenem Morgen auf Tanja. Ja, die Intrige von Tanja hatte Erfolg und hatte dazu geführt, dass ihre Freundin sie verlassen hat. Und dann haben sie noch gesehen, wie meine Mandantin mit den beiden Kindern über die Straße gegangen ist. Und dann haben sie die Gelegenheit genutzt und sind in Tanjas Wohnung hoch und haben sie im Badezimmer eingesperrt. Nein, ich bin nicht da gewesen. Erklären Sie mir einfach mal, was es dem Zeugen gebracht hätte, Tanja statt im Bad einzusperren. Das ist doch ganz einfach, Herr Staatsanwalt. Er hat Zeit gebraucht. Zeit gebraucht, um die Wohnung zu durchsuchen, nach weiteren Fotos, nach Briefen oder sonstigen Überbleibseln aus der früheren Beziehung mit Tanja Staats, um weitere Intrigen zu verhindern. Sie wollten das ganze Zeug vernichten. Nein, es ist Blödsinn. Ich habe das ganz anders geregelt. Und wie? Herr Mörs, ich will von Ihnen wissen, wie Sie die Angelegenheit geregelt haben. Ich habe Sie erpresst. Erpresst? Paragraph 55 StPO. Ach ja, ich habe Sie schon belehrt. Belehre Sie nochmal. Sie müssen sich hier nicht selbst belasten. Womit und wie? Als Tanja und ich noch zusammen waren, hat sie ständig so ein Zeug bestellt, das aus irgendeinem Katalog. Auf meinen Namen, aber natürlich ohne, dass ich es wusste. Die Kosten dieser Summen belief sich auf ca. 3.000 Euro. Ich habe zu ihr gesagt, sie soll uns gefälligst in Ruhe lassen, sonst würde ich sie anzeigen. Wann haben Sie Ihre Ex-Freundin gedroht? Also wann war das? Circa 3 Tage, nachdem sie da eingesperrt war und viel zu wenig auf ihrem Kopf gefallen ist. Seitdem haben wir aber auch nichts mehr voneinander gehört. Und ich hoffe, das ist auch gut so, denn ich gehe zur Polizei. Herr Mörs, das glaube ich Ihnen nicht. Sie haben so eine verdammt große Wut am Tattag auf Tanja gehabt, wegen der Trennung und wegen der Intrige. Und außerdem, ich sage Ihnen noch was, es gibt Widersprüche zwischen Ihrer Aussage und der Aussage der Zeugin Mandy. Ja, verdammt noch mal, dann lügt diese Mandy eben. Gut, davon werden wir uns jetzt erstmal selbst ein Bild machen. Fragen an ihn noch, Herr Mörs. Nehmen Sie bitte hin Platz, Sie bleiben unvereidigt. Die Zeugin Mandy Simon, bitte. Frau Simon, guten Tag. Nehmen Sie einfach mal hier vorne Platz, bitte schön. Ich muss Sie zunächst belehren, dass Sie als Zeugin natürlich die Wahrheit sagen muss. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Mandy Simon, 26 Jahre alt. Sie wohnen in Düsseldorf? Ja, ich wohne eine Etage über der Tanja. Mhm. Sie sind ledig, Küchenhilfe, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten hier. In welchem Verhältnis stehen Sie zu Tanja Stadt? Ja, wir sind Freundinnen. Hallo, geht's noch? Ihr sprecht schon seit Wochen überhaupt kein Wort mehr miteinander. Das glaube ich jetzt allerdings auch nicht. Sonst seid ihr immer so Bussi-Bussi-Freundin und jetzt schaut euch nicht mal mehr mit dem Arsch an. Ach, ihr habt doch keine Ahnung von meinem Leben. Mischt euch doch da nicht ein. Seitdem du mich im Bad eingesperrt hast und meine Kinder entführt hast, rede ich mit dir schon gar nicht mehr. Und Ralf, dieser komische Adonis für Arme, seitdem der mich erpresst hat, will ich mit dem schon gar nichts mehr zu tun haben. Ja, Frau Stadt, Sie müssen aber zugeben, dass die Begrüßung zwischen Ihnen und Frau Simon wirklich etwas unterkühlt war. Das hat so ausgeschaut, als hätte es zwischen Ihnen Differenzen gegeben. Ach ja? Und welche? Das wüsste ich gerne von Ihnen. Tja, tut mir leid. Es hat keinen Streit gegeben. Es hat keine Differenzen gegeben. Und basta. Frau Simon, stimmt das so? Ja, also so gut wie früher verstehen wir uns wirklich nicht mehr. Und warum? Ja, seitdem ich erfahren habe, dass sie nach Spanien abhauen will mit den Kindern, und ohne einen Cent in der Tasche, das habe ich natürlich nicht gut gefunden. Und als ich der meine Meinung gesagt habe, ist halt Funkstille. Um den geplanten Tag der Abreise geht es ja heute auch. Und darüber würde ich ganz gerne jetzt mit Ihnen sprechen. Sie wissen, was da vorgefallen ist. Konnten Sie denn als Nachbarin von Tanja Stadt da irgendwas hören oder sehen? Ja, also ich habe mein Treppenhaus sauber gemacht. Das mache ich jeden Samstag, um mir noch ein paar Euros dazu zu verdienen. Mhm. Und ja,
Wo haben Sie überall geputzt? Im Treppenhaus und? Und im Wäschekeller. Wäschekeller. Und wie lange waren Sie da mit dem Putzen beschäftigt? Ich habe am Dachboden um 11 Uhr angefangen und war dann im Keller so um 12 fertig. Mhm. Angeklagte haben Sie an dem Tag gesehen? Ja, also ich war im Erdgeschoss gerade beschäftigt, da ist sie reingekommen. Und welchen Eindruck hat Ihnen die Stadt da auf Sie gemacht? Ja, die war total geladen. Also die hat mich wie Luft behandelt und beinahe hätte sie mir auch noch einen Putzeimer umgetreten. Also Mandy, jetzt mach aber mal einen Punkt. Ich hab dir wie immer die Tageszeit gesagt und deinen Eimer habe ich überhaupt nicht berührt. Was ist los? Du warst doch stocksauer, als du zu Tanja rauf bist. Und später aus dem Keller habe ich sie noch mal rausgehen sehen mit den Kindern. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, Frau Simon. Wenn Sie im Treppenhaus waren, haben Sie dann auch gehört, wie in der Wohnung von Tanja Statz der Schirmständer umgefallen ist? Nein. Also das musst du aber gehört haben. Denn das hat so geknallt, dass es wirklich bis im Keller geschallt hat. Nein, also ich habe nur mitbekommen, wie die Wohnungstür ins Schloss gefallen ist. Aber ich habe die Tür offen gelassen. Die Zeugin sagt es aber anders, Sie hören es ja, ne? Und als ich das sowieso mitbekommen habe, was der Tanja passiert ist mit dem Bart, da habe ich sofort an die Inge gedacht. Ich habe nämlich am Abend vorher noch mitbekommen, wie die sich gestritten haben. Und ich musste noch nicht mal meine Wohnungstür aufmachen, um da ein Wort zu verstehen. Und was haben Sie da verstanden? Ja, ich habe mitbekommen, wie die Inge die Tanja angebrüllt hat, dass sie mit ihrem egoistischen Verhalten diesmal nicht durchkommt. Und dann hat die Tanja die Inge aus der Tür gedrängt und zugemacht. Und dann habe ich noch mitbekommen, wie die Inge versucht hat, noch reinzukommen mit ihrem Schlüssel. Aber das ging nicht, weil die Tanja den von innen reingesteckt hatte. Meine Mandantin war aber an dem Tag nicht die Einzige, die wütend war auf Tanja Statz. Ja, das stimmt. Der Ralf war auch auf 180. Aber ist ja auch kein Wunder bei den Aktionen, die Tanja bringt. Vielleicht gab es auch zwischen Ihnen beiden, Frau Simon, Differenzen, die zu Ihrem unterkühlten Verhältnis geführt haben. Quatsch. Ich habe der Tanja nichts getan. Warum soll ich die auch im Bad einsperren? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das macht durchaus Sinn. Ich habe heute Morgen nämlich einen durchaus interessanten Anruf von Herrn Fischer erhalten. Jörn Fischer? Mhm. Ja, mit dem wollte ich ja dann eh noch selbst sprechen. Das kann ich Ihnen dann selbst fragen direkt. Noch weitere Fragen hier an die Zeugin? Keine. Aber ich würde darum bitten, dass wir die Zeugin Simon noch nicht entlassen. Mhm. Gut, können wir gerne machen. Also, Sie haben es gehört, Sie nehmen bitte Platz, sind aber noch nicht entlassen. Jörn Fischer, bitte. Herr Fischer, guten Tag. Kommen Sie mal bitte nach vorne, nehmen Sie bitte Ihren Platz. Ich muss Sie belehren, Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Jörn Fischer, 29 Jahre alt, Sie wohnen in Düsseldorf, Sie sind geschieden. Ja, ich bin der Ex-Mann von der Tanja, war 2 Jahre mit ihr verheiratet. Und bin der Vater von der Michelle und der Jasmin. Von den beiden. Sie sind Straßenbauer von Beruf. Ja. Und Sie sind der Ex-Schwiegersohn der Angeklagten. Als Ex-Schwiegersohn haben Sie nach wie vor ein Zeugnisverweigerungsrecht, auch wenn die Ehe inzwischen gelöst ist. Ja? Nee, ich sag trotzdem aus. Gut. Wie Sie wissen, wird der Angeklagten vorgeworfen, ihre Ex-Frau am 16. Mai eingesperrt zu haben im Badezimmer. Und außerdem wird der Angeklagten vorgeworfen, dass sie die beiden Kinder widerrechtlich an sich genommen habe. Ja, an dem Tag hat mich die Inge ja schon am Vormittag angerufen. Das Problem war halt nur, dass ich halt verhindert war. Ich war halt beim Einkaufen und habe mein Handy dummerweise im Auto gelassen. Sonst wäre das wahrscheinlich alles gar nicht passiert. Mhm. Die Angeklagte hat Ihnen ja dann, als sie nicht erreicht hat, auf die Mailbox gesprochen. Ja? Die Nachricht, die haben wir hier. Vielleicht hören wir uns die einfach mal an. So geht der Beschluss. Die Nachricht auf der Mailbox wird abgespielt. Eine Sekunde. Samstag, 16. Mai 2009, 11.32 Uhr. Du, Jörn, hier ist die Inge. Du, die Tanja muss vor Gericht. Wegen dieser Bestellerei und wegen den Schulden und was weiß ich nicht alles. Mensch, die wird bestimmt eingesperrt. Und die will jetzt abhauen, mit den Kindern ins Ausland will sie gehen. Irgendwas müssen wir jetzt tun. Die kommt in Teufelsküche, wenn die jetzt vor diesem blöden Termin wegrennt. Und vor allen Dingen, wenn die ins Gefängnis kommt, was soll denn aus den Kindern werden? Ach, ich bin total fertig. Bitte ruf zurück oder komm am besten dorthin. Wir müssen sie aufhalten, wir müssen die Mädchen holen. Wann haben Sie Ihre Mailbox denn abgehört? Das war so circa eine Viertelstunde später. Hab dann sofort zurückgerufen und sie dann auch zu Hause erreicht. Und da hatte sie die Kinder schon zu sich geholt gehabt. Und in welcher Befassung war da die angeklagt? Naja, die Inge war nicht ganz wohl dabei. Weil sie doch einfach ohne Tanjas Wissen die Kinder mitgenommen hat. Was haben Sie denn von dieser Aktion gehalten? Ich kann sie auf jeden Fall verstehen. Ich meine, die hat sich nicht anders zu helfen gewusst. Ich meine, mit Tanja kann man ja kaum reden.
Und deswegen hat sie mich ein Telefon auch mit zu ihr geschickt, damit ich sie halt zur Vernunft bringen kann. Und Frau Staats, den Zeugen haben sie auch nur zu seiner Ex-Frau geschickt, weil sie plötzlich Angst bekommen haben, dass sich ihre Tochter ernsthaft verletzt haben könnte. So ein Blödsinn. Du hast davon erzählt, dass sie da eingesperrt hat. Ja, natürlich hat sie nichts davon erzählt, du Idiot. Frau Staats, bitte. Ich will keine Beleidigung hier hören. Ja. Was heißt ja? Ist es angekommen? Wären Sie bereit dazu, vielleicht auf sowas zu verzichten in Zukunft? Ich bin bereit, ja. Super, dann tun Sie es bitte auch. Wann sind Sie dann an dem Tag zur Wohnung Ihrer Ex-Frau gekommen? Es war circa kurz vor 12. Und war die Tür offen? Die Haustür unten war offen, die Wohnungstür allerdings war verschlossen. Die habe ich dann mit meinem Schlüssel aufgemacht. Jetzt frage ich mich, Sie als Ex-Mann haben einen Schlüssel noch zu der Wohnung von der Ex-Frau? Das ist doch eher ungewöhnlich. So, ich meine, wir kommen schon irgendwie klar. Und ich bin auch das öfter mal da und passe auf die Kinder auf, wenn die Tanja außer Haus ist. Und welche Situation haben Sie da in der Wohnung vorgefunden? Ja, eigentlich war es alles so wie immer. Und ich bin dann rein, habe nach Tanja gerufen und habe dann gehört, wie aus dem Bad jammern kam. Habe dann den Schlüssel von außen stecken gesehen, habe sie sofort aufgemacht. Ja, und da lag sie auch schon und hat aus dem Kopf geblutet. Aber die wollte sich auch nicht zum Arzt bringen lassen, sondern wollte sofort zu ihrer Mutter nach Hause. Und dann habe ich sie auch hingefahren. Nur eine Geschichte am Rande. Ist Ihnen da im Wohnungsflur ein umgeworfener Schirmständer aufgefallen? Nee, nicht, dass ich wüsste. Er muss da gelegen haben. Ansonsten muss ihn jemand anders aufgehoben haben. Und warum sollte das jemand tun? Am besten ja, das weiß ich nicht, aber es muss so gewesen sein. Muss, muss. Ja. Mhm. Meine andere Frage. Was passiert eigentlich mit den Kindern, wenn Ihre Ex-Frau nächste Woche wirklich zu einer Haftstrafe verurteilt wird? Ja, dann kümmere ich mich natürlich um die Kinder, mit der Inge zusammen. Das werdet ihr nicht tun. Ihr kümmert euch nicht um die Kinder. Ich werde auch nicht verurteilt. Frau Staats, was heißt denn, ich werde nicht verurteilt? Wachen Sie doch mal auf, Mensch. Sie gestehen hier ja selbst einen Betrug nach dem anderen. Und Sie glauben, nur weil Sie zwei kleine Kinder haben, können Sie nicht verurteilt werden? Das ist ja wohl nicht wahr, oder? Wachen Sie bitte mal auf. Ha? Fangen Sie mal an, daran zu denken, dass Sie Ihr Leben jetzt mal in den Griff bekommen müssen. Ja, da sind Sie platt, oder? Herr Fischer, vielleicht ist das jetzt eine gute Gelegenheit, dass Sie mal hier in aller Öffentlichkeit berichten, was Sie mir heute Vormittag am Telefon erzählt haben. Ja, das mag jetzt zwar abgedroschen klingen, aber seit halt die Tanja sich nach Spanien absetzen will, da also belauscht natürlich auf Schritt und Tritt. Und dabei hat Herr Fischer vor ein paar Tagen etwas Interessantes im Mietshaus, in dem Sie, Frau Staats, leben, mitbekommen. Ja, genau. Ich habe nämlich mitbekommen, wie Tanja sich mit der Mandy Simon gestritten hat. Und worum ging es bei dem Streit? Ja, es ging um so einen DVD-Player. Dann hat die Tanja wohl vor längerer Zeit mal der Mandy bei ihr versteckt, aus Angst, der könnte gefändet werden vom Gerichtsvollzieher. Und den wollte jetzt die Tanja zurückhaben. Ja, und? Ja, die Mandy hat ihn halt verkauft. Ja, und darüber hat die Tanja sich halt tierisch aufgeregt. Nur die Mandy meinte halt, dass es ihr gutes Recht sei, da sie halt, bevor sie halt eingesperrt wurde, der Tanja eine größere Summe Geld geliehen hat. 2000 Euro. Also, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, die Mandy Simon soll quasi den Erlös aus dem Verkauf dieses DVD-Players so als erste Rate der Rückzahlung dieses Darlehens behalten, genau. Oder wie? Frau Staats, weiterhin, Sie müssen die Wahrheit sagen, sich nicht belasten. Stimmt das so? Ich sag gar nichts. Frau Simon. Sieht's bei Ihnen aus? Stimmt das so? Frau Simon, haben Sie uns das verschwiegen, weil das Ihr Tatmotiv ist? Ich könnte Ihre Wut ja verstehen. Als Küchenhilfe sind Sie eine Geringverdienerin. Wie lange müssen Sie für 2000 Euro arbeiten und sparen? Und jetzt, wo Sie wussten, dass Tanja davon keinen Cent zurückzahlen will, da waren Sie doch stinksauer. Mensch, Mandy, warum hast du ihr überhaupt das Geld geliehen? Du kennst sie doch, du wusstest es doch, dass du es nicht zurückbekommst. Hör mal, ich hab echt gedacht, dass sie in Not ist, ja? Die kam heulend zu mir an und wollte das Geld haben und sagt, ich hab Mietschulden, ich kann das nicht bezahlen. Wenn ich es nicht bezahle, fliege ich mit den Kindern auf die Straße. Und ich hätte doch nicht gedacht, dass sie mich verarscht und... Und mit den Ersparnissen nach Spanien abhauen will. Und als Sie das mitgekriegt haben, haben Sie sie eingesperrt im Badezimmer. Geben Sie es doch endlich zu. Das mit Spanien, das ist doch erst im Haus rumgesprochen worden, als der Jön die aus dem Bad rausgeholt hat. Also jetzt ist aber Schluss. Als du in dem Keller warst und hast unten die Waschküche geputzt und ich kam gerade mit den Sachen raus, hast du noch gerufen, Inge, wo willst du denn mit all den Tüten und den Koffern hin? Dann habe ich gesagt, die Tanja, die will nach Spanien auswandern und ich nehme die Kinder erstmal mit zu mir. Das hast du genau gehört. Und als Sie das gehört haben, wollten Sie sofort Ihre 2000 Euro zurück. Und deswegen sind Sie hoch in die Wohnung zu Tanja. Und Sie hatten ja auch ein leichtes Spiel. Meine Mandantin hatte ja die Türe offen gelassen. Ich hätte doch nie gedacht, dass die so falsch ist, ja? Und ich habe morgens, habe ich sie noch gefragt, ob sie unserem Vermieter das Geld gegeben hat. Und da hat sie ja gesagt. Und sie hat mir eiskalt ins Gesicht gelogen. Na, wer gibt schon einem Vermieter 2000 Euro, wenn er sich eh mit den Kindern nach Spanien absetzen will? So weit haben sie auch gedacht.
Und da war Ihnen klar, dass das nicht die Wahrheit war, was Sie Ihnen gesagt haben. Was haben Sie da getan? Ich bin zu ihr hoch in die Wohnung rein. Sie sind rein, das heißt, die Tür war noch offen. Ja, und ich habe mitbekommen, dass sie im Bad ist. Und dann habe ich schnell abgesperrt und ich wollte das Geld suchen. Ich wusste ja, dass sie mir das nicht freiwillig geben wird. Haben Sie mitbekommen, dass sie dann im Badezimmer gestürzt ist? Nein, ich habe mitbekommen, dass sie da am Toben war. Aber was sie da genau gesagt hat, weiß ich nicht. Ich habe mich nur darauf konzentriert, das Geld zu finden. Und, haben Sie das Geld gefunden? Nein. Und dann habe ich aus dem Fenster den Jörn auch ins Haus kommen sehen. Und dann bin ich auch schnell abgehauen in meine Wohnung hoch. Mensch, Tanja, wie kannst du nur so gemein und durchtrieben sein? Schrecklich, Tanja, echt. Tanja, echt. Man müsste alle Leute vor dir warnen. Mensch, was habt ihr denn alle? Die Mandy ist doch selbst schuld. Die hätte mir das Geld auch nicht leihen müssen. Außerdem bin ich hier der Buhmann. Die haben mich doch im Bad eingesperrt. Weißt du was, Tanja? Ich wünsche mir wirklich, dass du nächste Woche verurteilt wirst. Weil du wirst nur noch im Knast zur Vernunft kommen. Also das wird ein anderes Gericht zu entscheiden haben. Zwei der Dinge interessieren mich noch. Wie war denn das jetzt wirklich mit dem Schirmständer? Die Inge hat ihn wirklich umgeschmissen. Ich habe den aufgehoben, weil, ja, ich habe halt einen Ordnungstick. Tanja, Kind, glaubst du mir jetzt endlich, dass ich dir nichts Böses wollte? Ja, und die Kinder hast du aber trotzdem mitgenommen. Ja, ich weiß, das war nicht richtig von mir. Aber glaub mir, in dem Moment habe ich mir solche Sorgen um euch gemacht. Und da war das für mich im Moment der einzige Ausweg. Tanja, nimm meine Entschuldigung an, bitte. Okay, aber ich sag dir nur eins, nochmal kommt das nicht vor, ja? Versprochen. Aber du kriegst dein Leben auch auf die Reihe. Hat noch jemand Fragen an Herrn Fischer? Herr Fischer, herzlichen Dank. Nehmen Sie bitte den Platz, bleiben unvereidigt. Auch die Frau Simon bleibt weiterhin unvereidigt. Auch die Frau Stadt Junior bleibt weiterhin unvereidigt. Ja, Herr Staatsanwalt, wollen wir das nicht einstellen, das Verfahren? Also, Sie haben ja eigentlich das Richtige schon gesagt. Ihre Tochter hat zunächst das Richtige gesagt und die Kinder hast du trotzdem mitgenommen. Und Sie haben es richtig erkannt und sagen, ja, das war vielleicht auch nicht richtig. Ich finde auch, dass es nicht richtig war. Und das ist eine Entziehung von Minderjährigen in dem Fall. Aber es ging um 3 Stunden. Es war die Oma, den Kindern ging es gut. Sie wollte sie nicht auf Dauer behalten. Ja. Menschlich gesehen hat sie eigentlich recht gehabt, bevor die mit den Kindern nach Spanien abhaut. Typischer Fall von geringer Schuld, Herr Staatsanwalt. Ohne jegliche weitere Auflagen. Ich darf mal so sagen, Herr Vorsitzender, es fiel mir selten so leicht wie heute. Schön. Das ist aber schön, Herr Staatsanwalt. Also, das soll heißen, Ihre Anwälte müssen Sie selber bezahlen. Alles andere ist dann erledigt. Ja? Also, dann geht hiermit folgender Beschluss. Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft, der Verteidigung und der Angeklagten wird das Strafverfahren gegen Inge Statz hiermit nach § 153 Absatz 2 StPO wegen geringer Schuld eingestellt. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse, die Angeklagte trägt ihre notwendigen Auslagen selbst. Also ist Ihnen schon klar, das war nicht in Ordnung. Aber ich muss wirklich auch sagen, im Vergleich zu dem, was Ihre Tochter sich so geleistet hat und leistet, ist es wirklich ein Klacks. Und ich habe im Grunde sogar richtiges Verständnis dafür, dass Sie verhindern wollten, dass die Kinder nach Spanien mitgenommen werden. Was bilden Sie sich da eigentlich ein, muss ich schon mal sagen. Glauben Sie, Spanien hat auf Sie gewartet? Das ist unverantwortlich. Mag ja sein, dass es in Spanien auch noch ein paar Dumme gibt, ja? Die Sie noch über den Tisch ziehen können, die Ihnen noch Geld geben mit Ihren abstrusen Geschichten. Aber was machen Sie mit dem Geld? Für neue Hosen ausgeben. Völlig bekloppt, völlig bekloppt. Und am Ende rechnen Sie immer mit der Solidarität der anderen, ja? Und ich sage Ihnen eins, Faulheit und Solidarität, die liegen oft ganz, ganz eng beieinander. Nämlich die Faulen sind die, die am meisten Solidarität fordern. Ja? Und Schulden sind ganz oft nichts anderes als ein Zeichen von Unreife. Das mag heutzutage schwer zu verstehen sein, wo vor allem die öffentliche Hand und die Banken am allermeisten Schulden machen. Aber wer sagt denn, dass es bei denen nicht auch ein Zeichen von Unreife ist? Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Mandy Simon wurde wegen Unterschlagung und Freiheitsberaubung zu einer Gesamtgeldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 30 Euro, also insgesamt 3.000 Euro verurteilt. Tanja Statz wurde wegen Betrugs in 6 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten mit Bewährung verurteilt. Nach ihrem Prozess hat Tanja Statz ihr Leben geändert. Mit Hilfe eines Schuldenberaters ist sie dabei, ihre Schulden abzutragen. Außerdem geht sie einer Tätigkeit als Verkäuferin nach.